take a trip to my... Hi Freunde und herzlich willkommen hier bei Archie Gaming. Flo wieder am Start. Heute gibt es eine weitere Squad Building Challenge. Ihr könnt es sehen, Record Breaker Time ist heute. Wir werden uns Inaki Williams SBC etwas genauer anschauen mit der Frage, lohnt sich die SBC? Ja oder nein? Eure Meinung ist wieder gefragt, rein damit in die Kommentare. Und wir werden uns auch um die UEFA Marquee Matchups, die Top-Partien bzw. ja, Top-Spiele SBC einmal kümmern. Bevor wir reinschalten ins Video, wisst ihr, was zu tun ist? Liebe dalassen, 300 Likes über als Ziel raus. Nehmt euch kurz die 2 Sekunden Zeit, um einen Daumen nach oben da zu lassen, da unten. Und wenn ihr es noch nicht getan habt, gerne auch die Glocke einmal aktivieren. Das Ganze ist kostenlos, Jungs. Und roundabout 60% von den Leuten, die hier das Video schauen, haben noch kein Abo dagelassen. Insofern, Jungs, was ist los? Holt es doch bitte nach. Heute Mittag auch schon ein Video online gekommen in Bezug auf die FGS-Swaps. Da habe ich euch das ganze Roundabout um alles mal erklärt. Falls ihr es noch nicht gesehen habt, könnt ihr oben rechts auf dem Video das Ganze abchecken. Heute wollen wir uns um die Rekordbrecher einmal kümmern. Inaki Williams besprechen, wie gesagt, und UEFA Marquee Matchups. Falls ihr die auch gemacht habt, dann könnt ihr gerne schon mal reinschreiben in die Kommentare, was habt ihr darin gezogen. Wir sehen es hier einmal, FUT 22, Rekordbrecher, Rekordbreaker im Englischen. Die erste Rekordbreaker SBC, sagen wir jetzt einfach mal, ist jetzt live. Feiere Inaki Williams, der mit seiner 203. Partie in Folge, muss man sich mal reinziehen, Jungs, bei Atletico Club den La Liga-Rekord für die Ligaspieler in Folge geknackt hat. Rekordbrecher sind Spieler, die bestimmte wichtige Rekorde gebrochen haben. Dazu gehören Vereinsliga, Nations- und auch Weltrekorde. Also das ist echt nice. Und sie erhalten einzigartige Dauer-Upgrades, die ihre Rekorde widerspiegeln. Das Design gefällt mir sehr, sehr gut. Viel, viel besser als das von letzten Jahr, meiner Meinung nach. Gefällt mir extrem gut. Und da wir jetzt hier diesen, ja, quasi Pop-Up quasi haben, in-game, glaube ich, dass wirklich viel, viel mehr Recordbreaker SBCs um die Ecke kommen und viel mehr Karten wir hier in FIFA 22 jetzt zu sehen bekommen. Bevor wir aber reingehen in die SBCs, gucken wir kurz einmal rein in die Objectives. Ah, oh, da ist auch was am Start. Europäische Euphoria, Jungs. Ist am Start, ist sonst noch irgendwas? Guck mal gerade bei Football nach. Daily Objectives, World Cam. Nee, also, das heute das einzige in den Objectives. Und was haben wir denn da? Eine Woche Zeit oder 8 Tage genau zu sein. Die letzten 10 UCL-Titelträger stammen aus 3 Ländern. Stelle ein Team aus diesen Ländern für untauschbare Boni zusammen. Also, Jungs, 35K-Set, ein Megapack ist am Start für eine Partie gewinnen, und zwar in frühere Erfolge mit einem kompletten Team mit Spielern aus England, Deutschland oder Spanien. Aha. Ah, oh, ja, das geht doch klar, Jungs. Seltene 75 plus Untrade Packs bekommen wir auch noch zurück. Dann gucken wir mal rein, wie sieht der Modi aus. Silver Lounge, frühere Erfolge waren es, ne? Klassisches Spiel, Länderregion. War es das? Jetzt gucken wir nochmal gerade rein. Frühere Erfolge, ja. Also das war's, Jungs. Hier. Einfach maximal 3 Länder, Regionen und Leihspieler maximal ein. Jungs, coole Geschichte. Nice. 14 Partien haben wir Zeit. Okay, ist ein maximales Rating. Begrenzung. Also wir müssen 4 Siege holen aus 14 Partien. Aber das. Viele werden jetzt wieder sagen, oh, warum ist denn eine Begrenzung am Start? Aber Jungs, aus 14 Partien sollte man schon 4 Siege holen, oder? Also frech finde ich das jetzt nicht. Ich weiß nicht, wie ihr es seht, aber ich finde es auf jeden Fall in Ordnung. 8 Tage Zeit. Jetzt aber rein in die SBCs. Bin gespannt, Jungs. Inaki Williams. Ich habe noch nichts gesehen. Wirklich, ich habe noch nichts gesehen. Wir gucken gemeinsam rein das erste Mal. Wo ist sie? Wo ist sie? Newcomer Challenge. Bin schon vorbei. Top-Spiel ist hier. Williams. Hier haben wir dich. Ganz vorne bei EA Sports. Hole dir Recordbreaker. 7 Segmente? Das meine ich nicht ernst. Fangen wir erstmal mit der Karte an, Jungs. Oh Gott, wir haben 4 Sterne, 2 Sterne schwache Fuß nur, 4 Sterne Spezialbewegung kann man mitarbeiten. Hochmittelarbeitsraten kann man auch mitarbeiten und natürlich auch die 96 Tempo. Linkmäßig, ihr habt bestimmt alle Fake gemacht. La Liga, seid ihr eh unterwegs wahrscheinlich. Spanien ist auch in Ordnung. Kann man auch sehr gut mitarbeiten. Über das Tempo müssen wir nicht reden. 95er Antritt, 96er Sprintgeschwindigkeit. Jesus Maria, sehr gut. Schuss sieht auch sehr gut aus. Stellungsspiel, Abschluss und Schusskraft. Schusskraft und Stellungsspiel bei 90, sehr, sehr gut. Sehr, sehr gut, gefällt mir sehr gut. Ruhewert bei 86.
Balance lässt ein bisschen auf sich warten. 97 aus. Jungs, die Füße sind heftig bei Maus. Zuverlässigkeit, Führungsstärke hat er. Flair hat er leider nicht. Aber er hat auch so einen Schuss. Ist wichtig für FIFA. 84er Rating. Und dafür so eine Karte. Aber 7 Segmente? Okay, 2 Gold Squad. Einmal selten, einmal normal. Das heißt, wir haben 5 Squads von der Anzahl her. 85er und top. 84er, jeweils mit Special Card, die beiden. Dann 83er ohne Special Karte. Ein 81er und 82er. Okay, die ersten drei zählen nicht wirklich. Und dann sind wir bei 1, 2, 3, 4. Aber 85er, 84er, 83er und 82er für einen 84er Inaki Williams? Also, ich weiß ja nicht, Jungs. Nices Spielerbild. Nices Spielerbild, müssen wir sagen. Aber dafür so viele Coins? Ich guck mal gerade parallel rein, Jungs, zu Footbin, was wir da am Start haben. Also, wir hatten so eine nice SBC mit Fake hier. Die habe ich selbst hier auf dem Account gemacht. Und also, für 2 Sterne Weakfoot gebe ich doch nicht so viel. Nee. Nee. Nein. Nein. Einfach nein. Nein. Nee. Jungs. Also, wenn das jetzt ein 86er Rating wäre, 87er Rating, und wenn hier irgendwas geupgradet wäre in Bezug auf seine Karte, also mit 4 Sternen, 2 Sternen, dass der 4 Sterne, 3 Sterne zumindest hat. Aber selbst dann würde ich nicht 7 Segmente für ihn abgeben. Also das ist geisteskrank schlecht. Das kann man sich wirklich nicht ausdenken, wie schlecht das ist. Aber gut, ich hatte Hoffnung, Jungs. UEFA-Top-Spiele, gucken wir uns die mal an. Ja, Tradable Pack, kein Untrade-Pack. Ein seltenes Gemischspieler-Pack gibt es obendrauf für 2 Segmente. Und zwar haben wir Madrid, Atletico Madrid gegen Liverpool und Benfica gegen Bayern München. Also, das ist doch gar nicht so schlecht. Also, die SBC ist doch schon mal sympathischer. 75er und 77er Grazeter Squad. Ein Benfica-Spieler, Bayern-Spieler. Ich würde sagen, die machen wir auf jeden Fall eben, die SBC. Die ist mir sehr viel sympathischer. Und das ist der heutige Content. Also, wir können auf jeden Fall sagen, Objectives gefallen mir. Das gefällt mir hier auch. Wir können, wie gesagt, momentan ja die Road to the Knockout-Karten ziehen. Und wir gucken jetzt erstmal nach Benfica-Spielern und Co. So, Freunde, das Ganze ist einmal ausgefüllt. Wir fangen an mit Benfica gegen Bayern München. Da müssen wir einen Benfica, einen Bayern-Spieler abgeben. 77er Rating. 93 Teamspieler haben wir jetzt hier am Start. 80 mindestens brauchen wir. Ihr könnt das Ganze theoretisch 1:1 nachbauen. Mindestens 2 müssen selten sein. Wir haben jetzt gekauft einen deutschen Bronzespieler für 200 Münzen. Timon Weiner. Dann auf der rechten Seite der Brasilianer, der einen Link zu Lucas Verissimo hat. Gulde dann aus der Bundesliga, Günther, Perfect Link. Tolisso dann als Bayern, 450 Münzen, Nkunku 1000, Kampel, Erstbesitzer, Forsberg, Bebu, Untrade und Hazard ebenfalls Erstbesitzer. Also ihr seht, Jungs, ihr wisst, ihr kennt die Namen, Jumbo Premium Gold Pack, holen wir uns jetzt hier ab. Und weiter geht es, bevor wir reingehen in die Packs, wir machen gleich auch noch 75 Plus Pack. Gehen wir rein in Liverpool gegen Atletico Madrid, oder ist mein Main Squad hier auf dem RTG Account. Mal gucken, geht's jetzt wieder? Jawohl. Da, Atletico Madrid gegen, oder Leverkusen, Leverkusen ist schon, Liverpool. Da brauchen wir mindestens 2. Da bin ich jetzt mit Atletico Madrid gegangen. Wir haben Frisaico Untrade am Start und wir haben Kondogbia Untrade am Start. Also besser geht's nicht. Am besten Untrade-Foto abgeben. Auch das könnt ihr theoretisch 1:1 nachbauen. Geht hauptsächlich einfach entweder in die La Liga oder hauptsächlich rein in die Premier League. Guckt, was ihr habt. Entweder Liverpool-Spieler oder Atletico Madrid. Nicht immer. Also wenn es nicht anders geht, könnt ihr auch gerne natürlich einen Liverpool-Spieler gehen und einen Atletico Madrid-Spieler nehmen. Länder brauchen wir mindestens 4, maximal 2 aus einem Verein, selten mindestens 1 und 75er Sandbrading. Ihr seht, 78 haben wir am Start, 99 Teamspiel sogar, so das ausreicht, dass wir einen Bronze-Linksverteidiger reinstellen. Und wir geben ab Untrade Bonu, Untrade für Saiko, Ruben Fezzo ebenfalls Untrade, genauso wie Pau Torres. Wolfe ist dann Erstbesitzer, Kondogbia Untrade, genauso wie Luis Milla. Brahim Untrade, Raul Guti Untrade, Rodrigo tauschbar Erstbesitzer, Mata Erstbesitzer tauschbar. Und das ist es, Jungs. Das ist es. Mehr braucht man nicht. Mehr braucht man nicht, Jungs. Richtig geile SBC. Sie gefällt uns, sie gefällt mir. Ich hoffe euch auch. Wünsche euch auf diesem Wege Packluck. Und ihr könnt mir jetzt gerne Packluck dalassen. Packluck rein in die Kommentare, Jungs. Und Hoffnung stirbt zuletzt, Jungs. Komm. Das gibt Hoffnung. Denkt auch, wie gesagt, daran, Spieler zu verkaufen.
Wir gehen aber jetzt rein in die ersten Sets, werden jetzt erstmal den Player-Pick machen. Pau Torres kommt zurück in den Verein. Und wir nehmen Marco Asensio, 83er Rating, gutes SPC-Futter, gerne mit. So, dann haben wir hier noch 75 bis 83er Pack, keine Ahnung, wo das herkommt, durch irgendeine Objective-Geschichte. Inform, nehmen wir mit. Jawoll, Elio Nussi. Hey. Und Kamara, ey, gutes Tempo, Jungs, 88 Pace. Und Elio Nussi. Wird eh bei Discard sein, aber den nehmen wir mit. Untrade Team of the Week. Das ist doch schon mal ein guter Start auf jeden Fall. Und jetzt heißt es rein in die Packs. Jumbo Premium Gold Pack Nummer 1. Wieder Flammen. Oh, den zieht man halt immer, Jungs. Den zieht man halt immer. Seien wir ehrlich. Seien wir ehrlich. Oh, Anzufahrt, den bringst du noch was? Nee, auch nichts mehr. Die Zeiten sind vorbei. Hunter, sehr nett. Man sollte ja eigentlich mal preislich hier abchecken können. Das Kobel-Trikot. Alle erstmal rein in den Verein. Und der Rest auf die Transferliste. So. Zwei Packs. Hier schreibt gerade einer rein. Also, die Inaki, ja, ist auch wieder ein Witz, die Inaki Williams SBC. So sieht's aus. Die meisten Segmente für eine schwache. Ja, es ist halt echt. Man versteht's halt nicht. Bale jetzt hier am Start. Und sonst nicht wirklich viel. Reine Spielerpacks, aber gut. Und last but not least, Jungs. 12 seltene. Komm hier. Nein, leider nichts. Leider nichts dabei, Jungs. Ich hoffe, ihr habt ein bisschen mehr Packluck. Wir nehmen jetzt noch Paco Alcacer mit. Euch wünsche ich einen schönen, entspannten, ruhigen Abend. Vielleicht schaut auch Champions League. Also genießt die Zeit. Wir sehen uns morgen wieder. Entweder Mittag-Upload auch mit am Start. Sonst spätestens morgen Abend. Insofern würde ich sagen, bis morgen. Euer Flo von Archie Gaming. Ciao, Leute.